Jetzt noch kurz die Wandanfrage. Ja, also Sie haben sich sozusagen mit einem eventuellen Blackout auch schon mal beschäftigt. Natürlich, das tun wir ständig seit vielen Jahren und das sind auch Dinge, die testen wir regelmäßig, um für solche Ereignisse wirklich gewappnet zu sein. Wir haben einen Simulator zum Beispiel in Duisburg aufgebaut, wo wir das Münchner Netz abgebildet haben, wo wir unsere Leitstandsfahrer in der Leitwarte regelmäßig schulen. Um letztendlich dann das Handling bei einem Blackout so zu trainieren, dass das nach Möglichkeit gar nicht passiert. Das heißt, Strom beziehen Sie dann von Gasturbinen, falls Gas da ist? Richtig. Also Gasturbinen, Wasserkraft, Kohle, Kohlekraftwerk, also alles, was wir haben ja in unserer Insel, genau. Eigene Erzeugungsleistung bis ungefähr Hälfte der Versorgungsmöglichkeit. Also wir können die Stadt nicht 100% versorgen, aber zur Hälfte. Und da haben wir Abschaltreihenfolgen, die dann festgelegt ist, wer bleibt noch dran und wer nicht. Über die Umspannwerke machen wir das, da haben wir unterschiedliche Sammelschienen, die dann bestückt werden. Und wir haben eine Studie dazu auch mal gemacht, eine externe, um genau das mal aufzuzeigen, die Notwendigkeit, weil vor Jahren man einfach in der Politik so nicht den Widerhall fand, in der Diskussion hier am Standort München noch eigene Erzeugungskapazitäten zu haben. Weil man gesagt hat, wir kriegen Photovoltaik und Windstrom von der Nordsee und auch aus dem Rest der Republik. Warum müssen wir hier eigentlich noch eigene Standorte haben? Und da haben wir diese Studie gemacht und haben aufgezeigt, welchen Vorteil München noch hat. Und wir brauchen halt diese drehenden Lasten zurzeit noch. Wissen Sie auch, bei Dunkelflauten unterstützen wir auch mit unserer Stromproduktion. Und wie gesagt, das war ein langwieriger Prozess, aber Sie sehen, wir erneuern die Anlagen auch noch. Hat München Gasspeicher, um vielleicht ein, zwei Monate dann überbrücken, falls man so lange wäre? Am Münchner Verteilnetz gibt es einen Speicher, Schmidhausen, der speist in dieses Netz ein, weil er ist physikalisch verbunden. Wenn der Speicher gefüllt ist, kann München ungefähr einen Monat, könnte davon zehren. Allerdings ist der ja frei verfügbar, wird ja auktioniert durch den Speicherbetreiber Storengy. Wir waren ursprünglich mal, hatten wir diesen Betreiberstatus, haben den aber irgendwann abgegeben. Weil Speicher kriegen hoffentlich jetzt wieder einen ganz anderen Stellenwert. Damals, muss man sagen, vor 5-6 Jahren gab es keine Sommer-Winter-Spreads mehr, sodass kein Vertrieb irgendein Interesse hatte, Gas einzulagern und deswegen hat sich das nicht mehr gelohnt. Jetzt gibt es ja das ENSIG, das wissen Sie ja, da gibt es ja jetzt gewisse Themen dazu und da würde München, wenn der Speicher voll ist, davon profitieren, weil es über das Münchner Netz gehen muss. Vielen Dank.